bisschen aufgeregt, aber gut, also meiner Meinung nach ist es so, also ich werde persönlich auf jeden Fall zur zur Wahl gehen, weil wir dieses Jahr die Möglichkeit haben, wirklich auch bei den Wahlen was zu bewirken. Also es ist jetzt nicht so, dass man wählt und man weiß ganz genau, ja, die großen Parteien kommen auf jeden Fall durch, die großen Parteien können nur was machen. Dieses Jahr ist es bei der Europawahl so, dass die 3%-Hürde total, also dass die nicht nur abgesenkt, sondern abgeschafft worden ist. Das bedeutet, dass auch die kleinen Parteien, die man wählt, eine Chance haben, ins Parlament mit reinzukommen. Und egal wie viele das auch nur sind oder egal wie wenig das auch nur sind, sie sind auf jeden Fall da und das bewirkt, dass die, ich zitter total, das bewirkt, dass Diskussionen entstehen, politische Diskussionen in der Politik, dass es Interessensverschiedenheiten, also Interessensunterschiede gibt. Und das ist ja das, worauf ich persönlich hinaus will. Nicht, ob man jetzt wirklich durch diese Wahl so viel bewirken kann, aber man kann durch seine Stimmabgabe dazu beitragen, dass es auf jeden Fall mal zur Diskussion in der Politik kommt. Dass nicht nur die großen Parteien dann was zu sagen haben, weil nämlich auch Leute von den kleinen Parteien mit in dem Parlament drin sitzen. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und meiner Meinung nach sollte das auch zur Kenntnis genommen werden, dass man dieses Mal wirklich die Chance dazu hat, wirklich wählen zu gehen und das zu wählen, worauf man Bock hat. Es gibt über 20 verschiedene Parteien, ich weiß nicht mehr, ob es 24 oder 27 waren. 25 habe ich irgendwo gerade gehört. Und das ist eine Riesenauswahl. Irgendwo wird man Anklang finden und deswegen sollte man dann auch die kleinen Parteien wählen, weil sie auf jeden Fall dann einen Sitz bekommen. Das ist so meine Meinung dazu. Dankeschön.